30. September 2002 fuhren die 5. Klassen des Schiller-Gymnasiums gemeinsam mit ihren Klassenlehrern und Paten aus der Oberstufe auf eine dreitägige Schnupperfahrt nach Arnsberg ins Sauerland. Die Kennenlernfahrt der neuen Sextaner ist am Schiller-Gymnasium seit Jahren Tradition, doch erst zum dritten Mal war dieses Jahr der Wildwaldpark Forstwinkel bei Arnsberg das Ziel. Jetzt fahren wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum dritten Mal hier in den Wildwald. Und ich muss sagen, das, was die Kinder hier erleben, das ist sicherlich um einiges besser als das, was die Kinder früher auf diesen Fahrten erlebt haben, obwohl die auch immer sehr schön waren. Am Montagmorgen, den 30. September, ging es in aller Frühe mit zwei Bussen in Richtung Arnsberg los. Nach etwa zweistündiger Fahrt hielt man zunächst in der Jugendherberge in Arnsberg. Zimmerverteilung und Kofferabladen standen auf dem Programm, bevor es direkt weiter in den etwa eine halbe Stunde entfernten Wildwald in Forstwinkel ging. Wir können es ja mal ausprobieren. So, dann wollen wir mal weiter. Das Ziel, das dahinter steckt, ist, dass die Klasse sich selber besser kennenlernt. Sie kommen ja von verschiedenen Grundschulen und wir hoffen jetzt, dass ein Zusammenhalt in der Klasse entsteht, sodass sie merken, wir können uns aufeinander verlassen. Deswegen auch diese vielen Gruppenübungen, wo man sich fallen lassen muss und von der Klasse im Endeffekt aufgefangen wird. Oder diese Übung, wo man gemeinsam was versucht, auf einem Baumstamm zu stehen und die Klasse alleine schafft es. Das steckt im Endeffekt dahinter, ja? Dass die Klasse merkt, gemeinsam sind wir stark und wir stützen uns gegenseitig. Wenn es mal einem schlecht geht in der Klasse, dann ist die andere Gruppe da und wir stützen ihn und ziehen ihn damit durch. Das wollen wir erreichen, dass ihnen das immer wieder bewusst wird. Und das müssen wir natürlich auch im Unterricht immer wieder ansprechen und sagen, hier, was habt ihr damals gelernt? Wie können wir das jetzt anwenden? Hier standen in den nächsten Tagen nicht nur Tierbeobachtungen und Naturkunde auf dem Plan. Immer wieder wurde durch kleine Aufgaben und Spiele die Kreativität und der Gemeinschaftssinn der Schüler gefordert. Hans Schild, einer der Waldlehrer, der die Schüler in den drei Tagen durch den Wildwald Forstwinkel begleitete, erklärt uns die pädagogischen Ziele des Unterrichts im Wald. Der pädagogische Hintergrund ist einfach der, dass wir jetzt den Wald zum Klassenzimmer gemacht haben und dieses Klassenzimmer dann anders ist als in der Schule, wo der Lehrer erzählt und vorträgt, sondern wir bereiten unseren Stoff so auf, dass es für die Kinder ein Erlebnis wird. Die Kinder sollen den Wald erleben und die Kinder empfinden das danach und können auf diese Art und Weise einen Zugang zum Wald erleben. Wir wollen nicht so sehr im Vordergrund das Wissen schieben. Wissen wird bei uns durch die Hintertür vermittelt. Die Schüler merken gar nicht, wie gut sie lernen und wie toll sie lernen, sondern wir versuchen erstmal einfach einen Zugang und zur Natur herzustellen und das mit Formen von einfachen und kleinen Erlebnissen. Und das schien bei den Kindern gut anzukommen. Sowohl Spiele als auch Naturkunde schienen ihnen viel Spaß gemacht zu haben. Begeistert erzählen sie uns von den spannendsten Momenten im Wald. Wir sind auf Bäume geklettert und wir haben auch so geschaukelt da über Wasser. Und die sind dann losgerannt auf einmal. Die hielten uns dann an einem Seil fest und dann sind welche losgerannt. Und dann schoss man so in die Höhe. Und wenn die einem losließen, dann könnte man auch runterfliegen, also ins Wasser. Also da haben Kinder eine Kette gebildet und andere haben sich auf einen Baum gestellt, haben sich dann so die Arme über den Kopf und dann so den Kopf nach hinten. Und da mussten sie, wenn Herrn Schild gesagt hat, Baum fällt, sich einfach so nach vorne lassen. Und die anderen haben den auf den Händen so getragen. Der Baum fällt! Ja, wir sind da durchs Wildschweingehege gelaufen und da waren eigentlich die Wildschweine ziemlich nah dran, sind eigentlich nicht auf den Weg gekommen. Die waren immer noch weiter weg und waren eigentlich auch scheu. Es waren, glaube ich, nur Keile. Das war eigentlich auch ganz interessant und spannend, weil da konnte man die Wildschweine eben sehr gut beobachten. So. Es wurden auch wieder drei Gruppen eingeteilt. Und die erste Gruppe, weiß ich nicht genau, was da war, aber die zweite war auf dem Baum klettern. War auch ziemlich witzig, weil man konnte da ziemlich hoch klettern und dann konnte man auch noch so über den See fliegen. Gestern bei dem Klettern fand ich gut, dass man halt so angeseilt wurde, dann auf den Baum klettern konnte. Das fand ich gut.
Also hoch war es schon, ich bin noch nicht bis ganz oben gekommen. Aber dass man runterfiel eigentlich nicht, weil man wurde ja gut festgeseilt. Da hat man eine andere Aussicht. Da hat man ein anderes Gefühl. Und wenn du unten bist, dann hast du ein besseres Gefühl, als wenn du oben bist. Sieh mal ein bisschen strammer da unten! Fabi, wo guckst du hin? Das ist die Fülle und die Verschiedenartigkeit, die hier dieses Programm prägen. Und diese Fülle mit diesen vielen, vielen Eindrücken und immer wieder feststellen, wenn man etwas gemeinsam macht, dann klappt es eigentlich am besten, das auf unterschiedliche Arten zu erfahren. Ich denke mal, das ist das, was das Programm hier ausmacht. Uns noch gezeigt, wie man, wenn man sich verbrennt, wie man das wieder, also mit so einem Wegerichblatt, dem Saft da rausquetscht, dass man das wieder heilt. So, pass auf, das hältst du jetzt die ganze Zeit erstmal da drauf. Schön fest und dann gucken wir mal nach einer Viertelstunde, was passiert. Ein besonderes Ereignis, das sich zufällig auch in dieser Zeit im Wildwald abspielte, war die Brunftzeit der Hirsche. Während dieser Paarungszeit der Hirsche finden bei den männlichen Tieren die Kämpfe um den Posten des Platzhirsches statt. Diese Zeit ist nicht nur bei den Hirschen eine spannende Zeit, denn da die Hirsche während dieser Zeit besonders sensibel und empfindlich sind, ist auch die Beobachtung der Tiere aus der Nähe nicht ganz ungefährlich. Weil das viel zu gefährlich ist. Das ist lebensgefährlich. So ein Hirsch, den deine Stimmung schlägt von einer Sekunde auf die andere um. Und dann kann ich nichts mehr, für nichts mehr garantieren. Ich sag's. Die müssen sich jetzt 3 Wochen setzen. Bitte? Manchmal verdrehst du deine an. Man nennt das ein Ritual. Das ist der sogenannte Parallellauf. Füße zurück, zurück. Findet statt, um zu festzustellen, wer ist der Stärkste, wer ist der Größte. Gucken Sie ständig an. So. Jetzt haben Sie sich lange noch angeguckt und jetzt machen Sie plötzlich die... So? Und jetzt kommt der Schiebekampf. Wie? Der Schiebekampf. Was heißt ein paar Minuten? Sie selber. So. Ein paar Minuten. Ja, auch im Nachhinein hat sich diese dritte Kennenlernfahrt in den Wildwald Voßwinkel sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern als voller Erfolg herausgestellt. Sie ist mittlerweile zum festen Bestandteil des Schulprogramms unserer Schule geworden und wir freuen uns auch schon auf das nächste Jahr. Ich kenne die Kinder der 5a seit 4 Wochen und ich finde es für die Kinder besonders gut, dass sie sich so zeitig im Schuljahr zu einer Fahrt treffen können. Weil die Kinder einander auch noch nicht gut kennen. Sie kommen aus vielen verschiedenen Grundschulen und haben jetzt hier 3 Tage Gelegenheit, den ganzen Tag im Wald zu verbringen und einander anders kennenzulernen als im Unterricht. Und ich denke, dass die Klasse jetzt sehr viel besser zusammenarbeiten kann, als es vorher war. Und auf jeden Fall hatten die Kinder Spaß, noch dazu wie so ideales Wetter. Imagination may become a fact. Think of it.